Meine Zeit im Yellowstone Nationalpark neigt sich dem Ende. Ich verlasse ihn so gerade, bin fast schon außerhalb, aber das fühlt sich noch so an wie hier der Yellowstone Nationalpark. Ich hoffe, du konntest ein paar schöne Aufnahmen genießen, konntest dir Inspiration und Motivation holen für deinen USA-Trip oder für deinen Yellowstone-Aufenthalt. Für mich waren die 7 Tage wirklich Gold wert, weil ich so das Wochenende mal Zeit hatte, mich zu erholen, mal alles sacken zu lassen, mich auch so ein bisschen auf zu Hause wieder darauf vorzubereiten. Und diese 3 Tage im Yellowstone waren wirklich ausreichend für mich. Und gleichzeitig kann man auch 7 volle Tage da verbringen. Also wenn du da die Hikes machst, wenn du dir mehr Zeit nimmst, wenn du vielleicht auch im Yellowstone übernachtest und dort so eine Kabine buchst oder sowas. Und also 7 Tage kann man dort locker verbringen. Wie geht's jetzt für mich weiter? Du siehst, ich bin gerade im Fahrzeug wieder und fahre heute wieder 2,5 Stunden circa zum Flughafen. Muss noch tanken, das Auto abgeben, dann etwas warten am Flughafen. Ich glaube nicht, dass es da eine Lounge gibt. So wird meine American Express Karte leider in der Tasche bleiben müssen und ich muss mir da ein bisschen Verpflegung selber holen. Und dann geht's nach New York. Und das ist kaum zu glauben, aber der letzte Ort auf der Weltreise, den ich dann genießen kann. Und das ist ja nochmal so ein richtiges Highlight. Ich werde versuchen, so viel Energie wie möglich da reinzustecken, weil da gibt es doch viel zu sehen und muss mich jetzt da mal ein bisschen einlesen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, und ich möchte dir auf jeden Fall schon danken, dass du so treu diesem Kanal geblieben bist und viele Videos schon geschaut hast. Und New York wird jetzt nochmal ein echtes Highlight. Da kannst du dich, glaube ich, darauf freuen, so wie ich jetzt in diesem Moment. Und wünsche dir viel Erfolg bei der Planung und Vorbereitung deiner Weltreise. Und ja, freue mich, von dir zu lesen und zu hören. Bis später. So, ich bin zwar spät dran auf dem Weg zum Flughafen, ich muss ja noch tanken und alles abgeben und sowas, aber diesen Moment, diese Momentaufnahme möchte ich nochmal genießen und mit dir zusammen teilen. In diesem wunderschönen Ambiente, in diesem wunderschönen Yellowstone Nationalpark. Hier ist zwar nicht der offizielle Teil, aber das gehört alles so mit dazu. Und ich habe eine unglaublich schöne Zeit hier gehabt und reflektiere gerade so die ganze Weltreise auch ein bisschen auf dieser 2,5 Stunden Fahrt. Und muss echt sagen, dass ich jeder Moment noch so schön, noch so traurig, noch so hart manchmal, noch so euphorisch manchmal. Es war wie so ein Wellengang, ne? Manchmal tief, manchmal hoch, wenig Schlaf, dann wieder eine Vulkanotour, dann hat Mel sich irgendwie verletzt oder ich war krank oder sowas, zack, dann wieder auf den Mount Fuji hoch. Also so sollte das Leben auch sein und jetzt geht es für mich weiter zum Flughafen und das wollte ich dir nur nochmal zeigen und sagen. Bin gut angekommen, habe den Wagen abgegeben, hat alles geklappt, reibungslos. Jetzt habe ich schon mein Gepäck abgegeben, gehe jetzt zum Gate, habe noch 1:50 und jetzt rufe ich mal zu Hause ein bisschen an, ob da alles okay ist, wie es so läuft und dann bereite ich mich schon auf den Flug vor. Übrigens, eins meiner Credo im Leben, ne, kann ich dir empfehlen, das auch zu machen. Warum diese Trainingsmöglichkeit hier auslassen? Ich sehe immer Leute wieder hochfahren. Das ist eigentlich nur für Leute, die entweder eine Behinderung haben oder faul sind. Und du bist nicht faul, oder? Also, immer Treppe nutzen. Das ist immer ein Mini-Workout. Also, jetzt einchecken. Oh, dann ist wieder eine Schlange. Also, bis gleich. Ja, nicht wundern, es gibt hier mehrere Flughäfen. Newark ist wirklich mein Flughafen, wo ich hinfliege. Es ist direkt bei New York, jetzt nicht der große JFK-Flughafen, sondern JFK-Flughafen, sondern so ein Abseitsflughafen. Und da gibt es jetzt Verzögerungen, mehr als 3 Stunden, aber kein Problem. Ich mache hier ein Workout, ich gucke mir schon mal an, was man in New York da machen kann.
schneide ein paar Videos zusammen und ja, freue mich dann auch wieder zurück zu sein, aber jetzt erstmal New York und da werde ich meine ganze Energie nochmal aufwenden, um da ein tolles Erlebnis zu haben, weil da ist man wirklich nicht so häufig, ne? At the gate and turn the seatbelt sign off. As always, we do ask that you use caution when opening the overhead bins. It's our pleasure bringing you to Newark this evening. We do apologize for the delay. We hope you have a great week and we look forward to seeing you back. Thank you. York. Wahnsinn. Jetzt hole ich noch mein Gepäck ab und dann zum Hostel. Es ist jetzt schon sehr spät. Ich hoffe, es klappt noch alles. Rechts abbiegen auf West 103 Road Street. Wo die Weltreise dann zu Ende geht und schon auf dem im Flugzeug und hier bei der Ankunft bin ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Warum? Also diese Stadt hat, das habe ich gelesen, 8,3 Millionen Einwohner und ist einfach riesig. Warum? Weil das wird nicht in die Höhe gebaut, sondern die haben hier ja genug Land und von oben sah das schon, oh, hier riecht es nach Weed gerade wieder. Scheint hier auch legal zu sein. Oder illegal, weiß ich nicht. Und das ist halt riesengroß. Das sah schon vom Flugzeug faszinierend aus. Und was mich dann noch weiter beeindruckt hat, ist, dass die Stadt einfach wirklich nicht schläft. Hier ist halt noch alles auf. Es ist jetzt 24 Uhr, dienstags abends. Und das ganze Hostel war noch. Auf West 104 TH Street nach Nordwesten Richtung Broadway. Gleich nochmal. So, wieder im Hostel angekommen. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, was ich eben sagen wollte, aber man muss auf jeden Fall aufpassen hier in New York, denke ich, wo man nachts um 12 Uhr, so wie ich, langläuft. Das sah mir da so ein bisschen düster aus und dann wollte ich einfach die Straßenseite wechseln. So, jetzt fange ich aber nochmal neu an. Ich bin gut angekommen. Habe jetzt noch 4 Tage hier in New York. Habe mir viel rausgesucht, was ich erleben, sehen möchte und werde mir da wahrscheinlich so einen New York Pass holen, weil es wird am Ende günstiger als, glaube ich, wenn man die einzelnen Attraktionen einzeln bucht. So, jetzt gehe ich aber erstmal ins Bett. Es ist jetzt 12:30. Ich stelle mir den Wecker trotzdem auf allerspätestens 7 Uhr, damit ich ganz viel vom Tag habe. Dann werde ich morgen ganz frisch duschen, kalt duschen und dann mit Energie den Tag starten, mir ein Bike leihen und dann geht's New York erkunden. Da freue ich mich schon drauf.